Willkommen zurück zu Let's Play Trine 2. Wir befinden uns jetzt in den Pilzhöhlen. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Diesen sprechenden Blumen mehr begegnet. Ich komm, das sind rote Fässer, also würden die nicht explodieren. Also nicht explodieren. Ah, sie tun's. Die brennen nämlich. Oder? Burn! Ja, tatsächlich. Burn, you fools, ne? Ja. Komm, wenn ich die Feuerpflanze mit meinem Eisfall nicht einfrieren kann. Komm. Hä? Ja. Oh. Ah, Moment. Was wächst denn jetzt? Aha. Solange es keine Killerpflanze ist. Und dann so, nein. Ach, komm. Lustig, ich werde manchmal random teleportiert, einfach so. Cool, stell dich auf einmal neben dir, so, ja, läuft. Oh, da ist eine Truhe. Ja. Guck grad mal, wo der nächste. Nein, der Punkt, nächste Speicherpunkt ist erst da hinten. Ja, null, würde ich sagen. Boah. Nein! Spinne! Nein! Und tot. What the fuck? Ach komm, wie du da rumhängst. anatomisch korrekt. Ja, so richtig so, Wirbel, ain't nobody got time for that. Spinne! Nö. Jetzt nicht mehr. Machen wir das so. Du hast ein Sammlergedicht gefunden, die Pilze. Die Pilzhöhlen. Schön, ne? Ja. Wahrscheinlich total poetisch. Ja, sicher. Standard, ne? Wow, was ist das denn? Nein. Ach Mensch. Alter, das Teleportieren geht mir echt auf den Sack, Mann. Läuft bei dir. Das war gerade schon wieder ein Erfahrungspunkte-Ding, was deswegen jetzt weg ist. Weil ich dann halt direkt teleportiert war, nachdem ich es befreit hatte. Kannst du wieder zurückgehen? Ja, nee. Ja, doch. Da war eine Rutsche zwischen, ne? Die kann man nicht hochgehen. Ja, das war kack. Ja, you don't say. Das hätte ich mich da auch jetzt nicht drüber aufgeregt. Got a point, ne? Point, got a Kartoffel, genau. Kartoffel. Geronimo. Da geht's nicht weiter. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Da geht's nicht weiter. Ach! Nein! Haha, Trollo! Ja, danke. Trollada. So, jetzt aber. Ja, das ist nicht so intelligent. Was machst du da? Alter. Ja. Mach keinen Scheiß. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Wenn ich jetzt loslasse? Nee, da musste ich nicht hin. Das ist immer noch nicht voll. Ich glaube am ehesten nach links, ne? Ja, aber das ist so ein fetter Felsbrocken. Ja, richtig. Eigentlich müsste man da wahrscheinlich drauf springen. Nein. Man kann sich da oben nirgendwo festhalten. Obwohl ich da Holz sehe, Mensch. Nein! Ja, ja toll, was für ein genius Move. Ja, ich dachte mit dem Würfel so, Ja, der wiegt auch was. Ja, ist richtig. Ach komm, das Ding dreht sich ja immer noch. Mensch. Ja, dann gehen Juste eher mal rum, ne? Nein. Ja, gehen Juste. Ein Genius bei der Arbeit. Erdbeben. Jetzt, das ist manch. Seid das Ding bloß gerade, Mensch. Ist das gerade? Hast du einen Knick in der Optik oder was? Nein. Nein, doch. Der mich erfällt. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein, der Würfel. Nein. Ach, der Würfel ist doch egal, Mensch. Nein, nein, nein. Das war mein Würfel, also ist das egal. Nein, nein. Ach, Menno.
Oh Mann, was eine Trollrampe hier, Mann. Ah, komm. So, jetzt aber. Warte mal. Mach mal einen zweiten. Lass bloß nicht los, Alter. Hatte ich nicht vor. Da war ich mir jetzt nicht so sicher. Nein. Gibt's noch nicht. Und nur auf Dauer. Ist das denn ernst? Auf Dauer sind die beiden Würfel schwerer als meine Magie? Geil. Ja, warte, spawn auch mal einen Würfel drauf. Ja, jetzt halt. Warte, die Zeit war weiter fest. Na, und vielleicht noch eine Planke. Ja. Da musst du mal eben den Dings festhalten. Ja. Ja. Ja, die soll jetzt noch nicht da drauf. Eigentlich nur da hinten einen so hinlegen, dass ich da rankomme. Jetzt halt wieder die hier fest. Ja, genau. Als mir die Birne. Ja, jetzt lass sie da liegen, Mensch. Ja. Halt das Ding fest. Die Helden konnten die Oberkante der Klippe nicht ganz erreichen. Sie brauchten etwas, worauf sie sich stellen konnten. Vielleicht wäre Amadeus in der Lage, eines seiner Bretter an den Dornen in der Nähe anzubringen, um ihnen beim Aufstieg zu helfen. Eines seiner Bretter, aha. Sogenannte Planken. Der schiefe Turm von Pisa, oder was wird das jetzt? Nee, das hält jetzt nicht, Alter. Das Ding kippt gleich um, ne? Ja, klar kippt das gleich um. Aber, warte. Ich hab hier Wasser. Nein. Na, ich glaube, das ist es einfacher. Oder? Nee. Solide. Die Statue sieht ein wenig wie die Frau von Amadeus aus, wenn sie sauer ist. Oh, ich glaube, du hast recht. Nein. Lauf einfach zum nächsten Dingspunkt vor. Ja, ist richtig. Och nö. Die Musik hat sich geändert. Nein, die ganzen Explosfässer hier, Alter. Ah, du bist auch wieder da. Gut. Achtung, Explosionsfass. In der Face, Junge. Ich habe eine Pilotenbrille auf, ist das dein Ernst? Was? Der Goblin, der Bogenschütze hatte eine Pilotenbrille auf. Was bei ihm? Mhm. Nein, oh, war da. So in so ein Stachelding reingezogen. Nicht Stachel, so ein Giftspeier da. Da muss Feuerpfeile für haben, um die anzuzünden. Explosionsfass neben eine Kerze lagern. I also like to live dangerously. Ja. Vor allem, wenn man dann Feuerpfeil reinschießt. Räumst, Junge. Warte. Fehlt jetzt noch so ein Verbindungsstück, ne? Ja. Danke, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, irgendwie trifft das nicht ganz. Oder? Jetzt aber. Nein. Planke evolved, Junge. Gib ihn. Ich hab den Swag. Das kann ich nicht mehr annehmen. Toll. Warte mal. Ja. YOLO? YOLO? Nein. Ach, du hast das Ding einfach runtergedrückt. Achso. Ja. Warte mal. Ja. Mich eigentlich trollen. Hm? Ja. Wollte die ganze Zeit den Kobold abschießen und dann so, ah nee. Ich hab von da oben nicht mal richtig gesehen, wo du hingeschossen hast. Also, ja. Weil die Ansicht da ein bisschen blöd war. Ah, warte mal, ich glaube, den kriegen wir weg, ja. Genau. Ja, ohne uns zu zermatschen nach Möglichkeit. Ja, und jetzt? Lauf! Ich würde sagen, nach oben, ne? Ja, oder wir lassen den einfach mal dagegen rollen. Das können wir natürlich auch machen. Hat wahrscheinlich einen Grund, dass das hier schief ist. Ja. Nimm noch die Bogen, hier, Eben. Was soll das? Wow, wow, wow. Jetzt
Jetzt wird er mal mutig. Kann man das Wasser damit? Ja, wohin denn? Ich wollte eigentlich die Stöpsel da dran machen. Na los bei dir. Nee. Hat erfrischend wenig gebracht. Aber, ja, okay, hier geht's weiter. Was essen diese Kreaturen? Oh, komm, eine riesige Schnecke. Es muss hier etwas im Wasser sein. Ja. Oder nein. Vielleicht ist es die Erde. Oh, rutsch. Ich kann nicht erwarten, es herauszufinden. Da fuck, ne? Also hier unten ist schon mal ein Schalter, der im Gift ist. Oh, toll. Oh, oben sind zwei Spinnen. Ja, ist richtig. Aber unten war auch noch eine Truhe. Nein. Ja. So, jetzt aber. Warte. Das Gift, ne? Darunter ist ein bisschen blöd irgendwie. Warte. Ja, du musst an den Schalter kommen. Und das hilft trotzdem nicht. Nein, das ist der Abgrund. Ja, das war der Abgrund, das ist richtig. Gut zu wissen, ne? Ja. Besser zu vermeiden. Levelaufstieg schon wieder. Tatsächlich. Gut. Dann hole ich mir mal Magnetisierung. Der Zauber entwickelt seine Meisterschaft der Beizerungsmagie noch weiter. Magnetisiert herbeigezauberte Objekte, die sich dann an metallenen Objekten befestigen lassen. Ich bin mal gespannt, wann wir das überhaupt mal brauchen. Da die Spielwelt irgendwie so zu 90% aus Holz besteht. Ja, irgendwie nicht ganz so nützlich. Ich hatte ja gesagt, dass ich das mal teste. Warte mal, kann ich die Spinne eigentlich auch in Gefängnis sperren? Nee, kann ich nicht. Objekte, ach so. Ja. Man kann Objekte magnetisieren. Ja, richtig. Ja, alle Objekte, ne? Ja. Ja, was sonst? Ja, man macht praktisch die ganze Umgebung magnetisch. Ja. Nee, doch nicht. Also, man kann nur seine eigenen magnetisieren. Ah ja. Nein, die nächste Spinne. Ich hatte mal ein Explosionsfass. Ja, das brennt jetzt auch gerade schön. Los jetzt. Jawohl. Da brennt doch nix. Was ist das denn? Ach nö. Was war das denn für ein Trollolol, Mann? Jener Moment, ja. Ach nö, ey. Am Explosionsfass erstmal ein Stückchen nach oben, naja. Vor allem, ich kann. Ja, Moment, Objekte hochhalten, an denen sich jemand festhält? Weil Objekte, auf denen man draufsteht, die kann man ja nicht bewegen. Warte. Nein, fast. Nein! Die Planke muss etwas größer sein. Oder man macht so. Oh nö. Planking Evolved, sag ich nur. Wir müssen eigentlich trotzdem noch da unten, um die Truhe zu holen. Ach ja, wenn man da weitergeht, stirbt man. Gut zu wissen. Also nicht, wenn man da weitergeht, sondern wenn man zu weit geht. Wenn man zu weitergeht, ja. Ja, ist richtig. Wobei, ich glaube, man kommt von da oben irgendwo. Kann man da irgendwas kaputt machen? Vielleicht? Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den dämlichen Schalter da unten zu betätigen. Warte mal, was ist denn hiermit? Ah. Komm, kannst du jetzt einfach wegpusten oder wie? Oh, tatsächlich. Das ist ja cool. Pustekuchen, ne? Ist richtig, ne? Ein Sammlergemälde. Not bad. I ain't even mad, ne?
Ja. Okay. Ach so, komm, Neo. Gut. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man da eigentlich so hoch? Gar nicht, ja. Gut. Nee, mit Skill. Oder mit Würfeln. Ja, oder mit geskillten Würfeln. Ach verdammt, ich kann ja nur zwei erzeugen. Ist die untere Planke nicht abgefallen, das wundert mich so ein bisschen. Ja. Ach komm jetzt, ich guck mal beide da. Ah, trotzdem noch was eingesammelt. Läuft. Ja. Dead Jump. Dead Struggle. Nein. Dead Kill. Ich hab extra noch geblockt. Das hat nicht gereicht. Gut. Did you even block? Nein, wo bin ich denn jetzt, Mann? Ja? Komm, ich bin ja in China gelandet, Alter. Das ist auch genau da gespawnt, wo ich auch gespawnt bin. Ja, in China. Was bei dir? Ja. YOLO. Oh ja. YOLO. Und, ach komm, da war der Speicherpunkt. Ja, ja, sag ich ja. Direkt daneben. Nein. In der Face. Ins Gesicht, Junge. In den Herzkopf von Snipe-Bogenschützen gesniped. Snipe-Schütze, ja. Na? Das war giftig. Aber das gibt ja gleich die Riesenexplosion da. Ja. Ja. Ja, drei Explosionsfässer. Also richtig. Da darfst du nicht runterfallen, gleich da ist Gift auf dem Boden. Also der ganz unten. Nein. Komm, schon wieder der Typ mit der Fliegerbrille. Schön, dass hier noch mehr Explosionsfässer sind. Stau die da mal. Ach, schön, dass die Erfahrungspunkte sich doch noch entschieden haben, zu mir zu fliegen. Also ganz unten ist Gift. Ach, nur da ist Gift, okay. Ja, nur da reicht schon. Komm, die Explosionsfässer gehen aber nicht kaputt, wenn man sie auf den Boden wirft. Ja, ziemlich stabil, die Dinger. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Ach komm, noch mehr Fässer. Koboldleiche. Ja, das auch. Könnte man sicher. Und drunter ist garantiert auch Gift. Oh, Dead Timing. Maximal Skilling. Feinfühlig hochhalten. Warte mal. Kannst du auch drehen, ne? Ja. Ja. Ja, so natürlich. Nein. Und dann so, der Pader war in der Planken, ne? Ach, bei mir, ja. Na? Na? Ich glaube, das war nicht genug. Doch, das war genug. Ha! Like a Boss. Ach, hier ist auch der Wiederbelebungspunkt. Ja. 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 Ich guck grad, was man mit dem Stein da oben machen kann, weil er so lustig leuchtet. Das ist ein Explosionsfass? Ein großes? Ja, das ist ein großes Explosionsfass.
Feuerbogen schießt FTW. Das löst doch bestimmt den Stein, oder? Nein, tut's nicht. Toll. Ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass man da so durchkommt. Nein. Aber da rutscht man in den Tod. Gerade festgestellt. Gut zu wissen. Und noch besser, dass du es ausprobiert hast. Kannst mir eben wieder beleben, dann ist ja der. Ja. Wobei das Wasser hier immer noch glitzert, ne? Komm, wenn man das auf Anschlag packt, dann geht das. Dann bleibt das so, oder was? Vielleicht war da etwas über ihnen, das sie übersehen haben. Na komm, selbst wenn man oben ist, kommt man da nicht durch. Ne, da haben wir fast schon gedacht. Warum kann man den dämlichen Stein da jetzt nicht bewegen? Ah doch. Nö. Ja, Wollung. Nein, dafür krepiere ich jetzt aber wieder. Erinnert mich als mutigen Helden, ne? Der direkt wieder belebt wurde. Ja, jetzt trollt natürlich meine Planke da. Ne? Eben das. Ich hab einfach mit angegriffen oder was? Ich hab mit Pontius Hammer einfach draufgekloppt. So. Okay, schön. Nein. Ach ja, jetzt zieht der Stein davor. Sehr gut. Ah, danke, Boss. Ja, betätige mal ein bisschen Hebel. Ja, nur ohne zu sterben wäre geil. Ja, das muss ja nicht. Ach, nein! Was? Was selbst damit abgeschossen? Weil die zur Seite geflogen sind und ich halt an der Seite stand. Läuft bei dir. Ach, du bist krepiert? Ja. Bin ich. Komm, was hast du hier für eine Improvisationsstraße gebaut, Mann? Das waren so alle Planken, die wir noch hatten. Lesen! Sie. Es tut mir leid, dass ich nicht bemerkt habe, wie du die Feier verlassen hast. Herzlichen Glückwunsch zum 16., meine Liebe. Gehen wir morgen durch die geheime Höhle in den Wald? Isabel. Ja, wieder ein nutzloser Brief. Der auch so gar keinen Sinn ergibt. Erstmal drauf, oh. Oder erstmal runterrutschen. Plöp, plöp. Oh nö. Ja. Ja, das Spiel ist vorbei. Spaß. Ihr Schicksal schien besiegelt zu sein, die Pilze der Finsternis, die durch die kalte Dunkelheit der Höhlen fielen. Das ist Achievement hieß Pilzparty. Gab sie wie die Kiefer eines unbeschreiblichen Monsters. Wo war der Trine jetzt? Ja, und das war's für diese Folge von Let's Play Trine 2. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.